Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 20727, Nordrhein-Westfalens, analoges und digitales Kulturerbe gemeinsam bewahren, Status quo ermitteln, Zukunftsvision entwickeln, Kräfte von Bund, Ländern und Kommunen bündeln. Ich eröffne die Aussprache und erteile für die Fraktion der Piraten dem Herrn Kollegen Lammler das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer hier auf der Tribüne und zu Hause. Das Land Nordrhein-Westfalen besitzt eine reiche Kulturlandschaft, die es zu fördern und zu erhalten gilt. Bibliotheken, Museen, Archive, Dokumentationszentren, viele dieser Institutionen sammeln und bewahren wichtiges und unwiederbringliches Kulturgut und machen dieses der Öffentlichkeit, aber auch der wissenschaftlichen Forschung zugänglich. Bund, Länder und Kommunen tragen die gemeinsame Verantwortung, den Fortbestand und Ausbau des reichen kulturellen Erbes auch hier in NRW Die Landesregierung hat in den letzten Jahren begonnen, sich dieser Verantwortung zu stellen, indem sie beispielsweise die Landesinitiative Substanzerhalt und das Landesprojekt Digitales Archiv NRW ins Leben gerufen hat. Diese Projekte können einen wichtigen Beitrag zum Erhalt des analogen und des digitalen Kulturerbes leisten und werden von uns Piraten deshalb auch nicht in Frage gestellt. Wir haben bereits in den letzten Monaten mit einigen Nachfragen im Ausschuss und einigen kleinen Anfragen darauf hingewirkt, diesen Themenkomplex stärker in den Blick zu nehmen. Die Antworten und die Berichte der Landesregierung auf unsere Initiativen waren dabei mal mehr und mal weniger aussagekräftig. Für den sehr aufschlussreichen Bericht des Präsidenten des Landesarchivs im Dezember im Ausschuss möchte ich mich aber bedanken, denn er war wirklich sehr erhellend. Dieser Bericht untermauerte jedoch den Eindruck, der sich bei uns in den vergangenen Monaten verfestigt hat. Es wurden zwar viele vernünftige Initiativen gestartet, aber es scheinen sich die wenigsten wirklich der Dimension bewusst zu sein, die bei dieser Thematik auf uns zukommt. Und ich habe auch schon in den vergangenen Haushaltsberatungen gesagt, dass ich den Eindruck habe, dass bei weitem nicht genug Mittel für den Bereich der Digitalisierung von Kulturgut und dessen Erhaltung in die Hand genommen wird. Ich stimme da auch dem Kollegen Keimes ausdrücklich zu, der, wie im Ausschussprotokoll vom Dezember zu lesen ist, man müsste angesichts der Fülle und der Aufgaben oder der Fülle der Aufgaben überlegen, wie die Personalausstattung der zuständigen Institution auszusehen habe. Und der auch anmerkte, es seien schon genug Millionen verballert worden, die jetzt für die konkrete Arbeit fehlten. Und auch der Herr Kollege Bialas sprach in dem Zusammenhang von der Notwendigkeit, sicher, verlässlich und nachhaltig planen zu können. Und ebenfalls Herr Professor Dr. Dr. Sternberg bedankte sich bei den Piraten dafür, dass sie das Thema in den Ausschuss nochmals gebracht haben. Ich freue mich ganz ehrlich darüber, weil ich glaube, wir sind da wirklich nah beieinander und ich habe auch ein sehr gutes Gefühl, dass wir da gemeinsam einen Beitrag zum Erhalt unseres kulturellen Erbes in NRW leisten können. Meine Damen und Herren, in der Verwaltung des Landes und in Kommunen entstehen stündlich neue Unterlagen, jetzt auch schon heute, die zumindest teilweise als archivwürdig gelten und zum Teil unser kulturelles Erbe sind. Museen, Archive und Bibliotheken digitalisieren täglich in großen Mengen Unterlagen, um sie der Bevölkerung unkompliziert und auch online und barrierefrei zugänglich zu machen. Bibliotheken nehmen immer neue, auch analoge und digitale Publikationen in ihren Bestand auf. Und der Bestand an analogen und digitalen Kulturgütern wächst unaufhaltsam. Diese Kulturgüter müssen wir erhalten und im Rahmen der rechtlichen Rahmenbedingungen auch der Öffentlichkeit zugänglich machen. Aber um das tun zu können, müssen wir einen zumindest groben Überblick darüber haben, welche Menge denn da vorliegt. Welche Mengen analogen Kulturgutes gibt es bereits und welche Mengen liegen digital vor? Über welche Mengen reden wir, wenn wir über die kommenden 10, 20, 15 Jahre planen wollen? Wie viel kommt dann neu hinzu? Wie entwickelt sich das? Welche analogen Unterlagen
sollte man zusätzlich digitalisieren, um sie zum Beispiel in oder auf Online-Plattformen zu präsentieren und dort zugänglich zu machen. Wir machen mit diesem Antrag einen Aufschlag, um diese Fragen in den kommenden Monaten zu beantworten. Wir sollten dazu eine Expertenanhörung durchführen, um gemeinsam zu erfahren und zu beraten, welche Maßnahmen wir hier im Landtag und bei der Landesregierung ergreifen müssen, um allen Institutionen, die unser Kulturerbe bewahren, echte Planungssicherheit zu gewährleisten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Lambler. Für die SPD-Fraktion spricht der Kollege Schneider. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Herr Kollege Lambler, Sie haben das mit so viel Energie jetzt gerade hier vorgetragen, dass ich beinahe meinen Einsatz verpasst hätte. Im Mittelpunkt Ihres Antrags. Nein, Sie haben das gerade mit so viel Energie vorgetragen, dass ich beinahe meinen Einsatz verpasst hätte. Also insofern danke für diesen Antrag, in dessen Mittelpunkt der Wunsch steht, ein Wunsch, der das kulturelle Erbe unseres Bundeslandes für die Zukunft zu bewahren. Dieser Wunsch, meine Damen und Herren, ist natürlich nicht neu, und so gibt es bereits zahlreiche Instrumente, mit denen der Gesetzgeber dafür gesorgt hat, dass Schriftstücke und Bücher, Zeitungsausschnitte und Notenblätter, Urkunden und andere wichtige stumme Zeitzeugen erhalten bleiben. Für das analoge Kulturgut gibt es in Nordrhein-Westfalen einen langjährig angelegten Bestandserhaltungsplan, der vor allem ein Massenentsäuerungsprogramm für kommunales Archivgut umfasst, aber auch zahlreiche andere Maßnahmen für Werke der bildenden Kunst, Filme, alte Buchbestände. Dieses Programm ist langjährig finanziert. Die Digitalisierung analoger Kulturgüter hat dabei gleich mehrere Vorteile. Wir stoppen, zumindest beim digitalen Klon, den Verfall. Wir sparen Platz bei dessen Lagerung und schaffen es zudem, unser kulturelles Erbe, wir haben es gerade gehört, einem breiteren Publikum zu erschließen. Denn das, was ich auf den Servern habe, kann ich im Netz veröffentlichen. Das ist eine der größten Chancen dieser Digitalisierung. Der Berliner Appell, auf dessen Grundlage die Piraten heute ihren Antrag stellen, den wir noch im zuständigen Ausschuss grundlegend beraten, thematisiert aber auch die Herausforderungen, vor allen Dingen die Herausforderungen der zunehmenden Digitalisierung. Denn so einfach es klingt, Dinge zu fotografieren oder zu scannen, um sie auf die Festplatten zu bannen, so kompliziert ist die dauerhafte Sicherung. Obsoleszenz nennen die Fachleute beispielsweise das Phänomen, wenn Hard- und Software mit den Jahren nicht mehr nutzbar sind und damit auch die Daten nicht mehr auszulesen sind. Hinzu kommt das Problem, dass die Lebenszeit von Speichermedien immer kürzer wird. Bücher tragen ihre Informationen mehrere hundert Jahre, eine DVD nur rund 30 Jahre, eine Festplatte bei Benutzung vielleicht gerade mal 5. Mit solchen und ähnlichen Fragestellungen hat sich das Pilotprojekt Digitales Archiv NRW in den vergangenen Jahren befasst. Dies übrigens im internationalen Austausch, sodass mittlerweile auch europäische Lösungen vorliegen. Das ist ziemlich wichtig in diesem Bereich. Der Berliner Appell stammt im Wesentlichen von Facheinrichtungen und deren Interessenvertretern. Diese profunden Kenner haben 12 Punkte benannt, die wir bei näherem Hinsehen in NRW bereits alle fest in den Blick genommen und angegangen sind. Wir sind uns bewusst über die Gefahr eines Verlustes, weil digitale Inhalte äußerst fragil sind, keine Frage. Deshalb kann man nicht einfach so nebenbei digitales wie analoges Kulturgut bewahren. Man muss es als Daueraufgabe begreifen, das tun wir. Und das tun auf nationaler Ebene beispielsweise auch die Nationalbibliotheken in Leipzig und Frankfurt am Main. Wir selbst haben mit dem Pflichtexemplargesetz erst kürzlich und dem Archivgesetz auch die digitale Speicherung geregelt. Zunehmend geht es um die Archivierung von Kulturgütern, die bereits in digitaler Form schon vorliegen. Born Digital nennt man diese, und das Internet ist voll davon. Darum scheint mir auch vor dem Hintergrund von Punkt 6 des Appells im öffentlichen Diskurs die Frage wichtig zu sein, welche Auswahlkriterien wir für die digitale Langzeitarchivierung anlegen. Denn das Datenvolumen allein im Internet verdoppelt sich alle 2 Jahre. Das alles zu archivieren, noch dazu in redundanten Systemen, die aufgrund der physikalischen Beschaffenheit von Datenträgern, ich sagte es gerade schon, regelmäßig erneuert werden müssen, scheint mir eine Sisyphusarbeit. Auch wenn die Speichermöglichkeiten parallel zum wachsenden Internetaufkommen Schritt zu halten versuchen, brauchen wir eine klare Festlegung, was wir bewahren wollen und was wir letztlich bewahren können. Ansonsten geht es uns wie dem König aus der Legende. Dem wurde ein Schachspiel geschenkt und aus Dank sagte er dem weisen Mann, der ihm das geschenkt hatte, du hast einen Wunsch frei. Und Überraschung, der weise Mann wünschte sich nicht Gold oder Edelsteine, sondern nur Weizenkörner.
Genauer gesagt verlangte er ein Weizenkorn auf das erste Schachfeld, zwei auf das zweite, vier auf das dritte, acht auf das vierte und so weiter. Immer das Doppelte auf jedem weiteren Schachfeld. Und der König, relativ großzügig, sagte: alles klar, das machen wir, und ließ die geforderte Weizenmenge ausrechnen. Es kamen über 18 Trillionen Weizenkörner zusammen, mehr als auf dieser Welt an Ernte zu schaffen ist. Zum Vergleich, die Menge an Daten, die im Internet erstellt, vervielfältigt und konsumiert wird, wird 2020 bei etwa 40 Zettabytes liegen, also 10 hoch 21 Bytes. Wenn die Datenmengen im Netz derart rasant wachsen, sollten wir nicht einem technischen Hochmut erliegen und wahllos alles sammeln. Es muss Archivierungsmodelle geben, die den Datenstrom kanalisieren. Das ist nicht ohne Brisanz, denn wie formulierte ein Nutzer meiner Facebook-Seite, Zitat: durch Selektion der zukünftigen Geschichtsquellen lässt sich Deutungshoheit über die Gegenwart gewinnen. Dennoch darf aber die Nachfrage erlaubt sein, ob alles Publizierte auch wirklich bewahrenswert ist. Ich möchte nicht die Mona Lisa aus dem virtuellen Gedächtnis löschen oder die fotografischen Werke eines Jim Rakete. Doch wird die Frage erlaubt sein, ob alle Selfies dieser Welt oder jedes noch so verwechselbare Katzenbild im Netz gespeichert gehört, um damit der Nachwelt einen kulturellen Trend zu dokumentieren? Vielleicht reichen schon einige Dutzend, mir persönlich würden auch noch weniger reichen. Denn, und damit möchte ich meine Rede schließen, wie hat es der italienische Diplomat Enrico Cialdini im 19. Jahrhundert formuliert: Erinnerungen versüßen das Leben, aber nur die Vergesslichkeit macht dies möglich. In diesem Sinne vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ein herzliches Glück auf. Vielen Dank, Herr Kollege Schneider. Für die CDU-Fraktion spricht der Professor Dr. Dr. Thomas Sternberg. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Wir haben ja gestern schon mal über Archivierung gesprochen, über Archive gesprochen. Und ich denke, das ist wirklich ein sehr wichtiges Thema. Herr Lambler, wir sind Ihnen auch dankbar, dass Sie das thematisieren. Ganz ohne Frage ein wichtiges Thema. Die kulturpolitischen Sprecher der CDU-Fraktionen der Bundesländer haben übrigens vor wenigen Wochen in Marbach eine Resolution zur Sicherung, Digitalisierung und Erhalt des kulturellen Erbes formuliert und veröffentlicht. Dort haben wir übrigens auch über den Erhalt von Digitalisaten gesprochen. Ich möchte allerdings heute mal besonders auf dieses Thema eingehen, die Aufbewahrung und Sicherung der digitalen Stücke. Das ist eigentlich das Spannende auch an Ihrem Antrag. Denn bei den analogen Stücken, da haben wir doch mittlerweile sehr viel Erfahrung. Da läuft auch sehr viel. Da machen unsere Archive sehr gute Arbeit, auch bei der Digitalisierung. Aber da kommen noch weitere Probleme hinzu. Und damit das vielleicht auch denen, die sich da nicht normalerweise mit beschäftigen, etwas vertrauter wird, wollte ich mal fragen, ich weiß nicht, ob Sie auch schon vor 20 Jahren einen elektronischen Kalender gebraucht haben. Ich habe das gemacht. Das war übrigens kein Outlook-Kalender. Outlook kam erst 1997. Versuchen Sie mal, den Kalender von damals zu öffnen. Ich bin heute heilfroh, dass ich ihn damals ausgedruckt habe, Ende des Jahres. Oder nehmen Sie eine Textdatei aus den 80er Jahren. Vielleicht haben Sie damals sorgfältig die Textdatei auf einer Floppy-Disk zu Ihren Unterlagen gelegt. Versuchen Sie, die Floppy-Disk mal zu öffnen. Also nur als kleinen Hinweis darauf, wie das bereits bei privaten Dingen ist, das ist ja vielleicht nicht so schlimm. Aber wie ist das mit der Bewahrung von Erinnerungen in größeren Dimensionen in einer gewaltig beschleunigten Welt? Deshalb auch noch mal ein anderes Beispiel. Nur zur historischen Erinnerung. Sagt Ihnen der Name BTX noch was? Der erste Online-Bildschirmdienst wurde 1983 mit Staatsvertrag in Deutschland eingeführt und hatte eine Lebensdauer bis zur offiziellen Abschaltung am 31.12.2001. Gibt es von diesem Dienst und von den Inhalten irgendetwas, was erhalten wurde und was heute archiviert wäre? Schon das Wort kennt ja kaum noch einer. Im Internet droht uns Ähnliches. Wenn die Politik auf allen Ebenen nicht etwas gründlicher nachdenkt über Möglichkeiten und Finanzierung von dessen Archivierung. Ein paar Hinweise dazu. In Nordrhein-Westfalen ist da auch noch nicht alles geregelt. Da sind eine Menge politischer Fragen. Und ich denke, das läuft auf mehreren Stufen ab. Eine erste Stufe sind die relativ unproblematischen Dinge, die es als Zwilling gibt. Das heißt, Bücher zum Beispiel, Bücher analog oder digital, Zeitungen, Online-Varianten, das kann man alles wunderbar machen. Da braucht man nur einen Verlag mit einer Bibliothek zu verkoppeln oder mit einem Archiv zu verkoppeln, dann schicken die ihre Online-Dinge dahin, dann wird das archiviert. Relativ problemlos. Die zweite Strophe ist viel schwieriger schon. Da haben wir im Internet Angebote, die ja geradezu anarchisch wuchernd sind, Wikis, Blogs, Seiten, wer wählt da aus, wer wählt wie aus und was wird archiviert und wo wird es archiviert. Da wird es schon viel, viel schwieriger. Übrigens, wer das macht, ist ziemlich klar. Das machen Archivare.
Denn Archivare, das muss man auch immer lernen, Archivare sind nicht Leute, die Dinge bewahren, sondern die Leute, die Dinge wegwerfen können. Archivare werfen weg. Ich würde mich überhaupt nicht dafür eignen. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, eine dritte Stufe des Problems. Das ist, ob man nicht auch ganz generell mal einen Schnitt durch den gesamten Internetbereich machen müsste und so eine Gesamtsammlung machen müsste. Wie das gehen soll und wer das machen sollte, ist völlig offen. Das geht aber auch auf Rundfunk und Fernsehen, diese Fragen. Wie werden die Archive im Rundfunk gesichert? Wie ist da das mit der Relevanz von Angeboten, die gerade ja nach gegenwärtiger Rechtslage nach 7 Tagen aus dem Netz genommen werden müssen? Wäre nicht das Gegenteil genau richtig, nämlich dass man die dauerhaft und über Jahre zugänglich hielte, auch einen erlaubten dauerhaften Zugriff ermöglichte? Denn Archivieren ist ja eine öffentliche Aufgabe. Aber jetzt geht's los. Dann kommen die Probleme mit dem Urheberrecht. Wie bei vielen Inhalten ist es so, dass sie zwar privat abspeichern dürfen, aber eine Institution darf keineswegs alles abspeichern. Die müssen im Grunde genommen jedes Mal eine Urheberrechtseinwilligung haben, damit sie die Inhalte abspeichern können. Ein Riesenproblem für Archive oder Einrichtungen in der Abspeicherung digitaler Erzeugnisse. Da werden wir auch im Urheberrecht etwas machen müssen. Meine Damen und Herren, die Piratenantrag möchte, dass wir den Berliner Appell unterzeichnen. Warum? Moment, Sie wollen, dass die Landesregierung den Appell unterzeichnet. Ich habe mich gefragt, warum eigentlich nicht der Landtag? Der Landtag könnte das ja auch tun. Denn ich denke, dieser Berliner Appell, der ist vernünftig, der ist richtig, der hat eine sehr vernünftige Aussage und ist von einer sehr stattlichen Anzahl von sehr kompetenten Leuten und auch wichtigen Einrichtungen unterzeichnet. Der Appell ist aller Ehren wert. Sie haben in Ihrem Antrag recht. Die Ebene der Zuständigkeit müssen sauber geschieden werden. Das Land sollte das tun, was Aufgabe des Landes ist. Und der Archivierung und Kulturgüterschutz unsere Sache ist, sind wir auch betroffen. Und im Urheberrecht sollten wir Anregungen geben und auch mit dem Bundesrat mitarbeiten. Warum wir uns allerdings, und da bin ich bei einer Frage zu Ihrem Antrag, wie Ihre Ziffer 3.6 sagt, nicht auch an den Kosten beteiligen sollten, ist mir schleierhaft geblieben. Denn ganz ohne auch die finanzielle Wahrnehmung unserer Kompetenzen wird es nicht gehen. Aber da reden wir über kleines Geld. Die Summen für Denkmalschutz, für Archivierung, für Kulturgüterschutz, für Kultur insgesamt sind ja so niedrig, dass sie zwar kaum etatrelevant sind, aber gerne für die Schuldenbremse ins Feld geführt werden. Übrigens Kollege, hat damals bei den Beratungen zum Pflichtexemplargesetz, und damit möchte ich schließen, der Vizepräsident Oliver Keimis gesagt, Zitat, ich ende sofort, die technische Entwicklung wird uns natürlich immer neu herausfordern. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es in Zukunft im Rahmen der weiteren Entwicklung immer mit weiteren Kosten verbunden sein wird. Da müssen wir realistisch und ehrlich sein. Und ich denke, so ehrlich sollten wir sein. Wir stimmen dem Antrag zu. Vielen Dank, Herr Dr. Sternberg. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und der Abgeordnete Oliver Kahnes. Herr Präsident, meine Damen und Herren, vielen Dank, Herr Kollege Sternberg, für das Zitat. Das stimmt so, wie ich das gesagt habe, und zu dem stehe ich auch. Aber der Schluss, den Sie daraus ziehen, dass man dem Antrag gleich zustimmen muss, den kann ich jetzt aus diesem nicht ableiten, sondern ich hatte angenommen, Sie haben beantragt, den zu überweisen. Der Überweisung stimmen wir auch zu. Insofern ist das geklärt, aber wir wollen zunächst mal uns natürlich schon darüber unterhalten, worum es da geht. Und ich habe mit großem Interesse die vielen guten Worte gelesen, die drinstehen. Aber es ist natürlich ein Problem dann, wenn wir in den Forderungskatalog eintreten. Ja? Da muss man dann auch so ehrlich, Dankeschön, so ehrlich sein und das auch aussprechen. Und da ist es für mich so, wenn ich hier lese, unter Römisch 2, der Landtag beschließt, was wir alles jetzt machen müssen, verlässliche Zusammenarbeit, bekennt sich zu seiner politischen Verantwortung, Bewahrung sowohl des analogen wie insbesondere auch des digitalen kulturellen Erbes, aktuellen technischen Möglichkeiten nutzen, die Chancen, die es gibt, zu unterstützen und auszubauen und dann auch noch das Ganze womöglich irgendwie finanziell im Angesicht der großen Herausforderungen zu bewältigen. Das sind natürlich schon ziemliche Wunschträume. So ehrlich müssen wir sein, vor allen Dingen, wenn wir an anderen Stellen dieses Hohen Hauses darüber oder in anderen Bereichen dieses Hohen Hauses immer darüber diskutieren, was wir alles zu sparen haben. Und dann ist natürlich das eine enorme Herausforderung, rein finanzieller Natur. Dessen sind wir uns bewusst. Da ist übrigens das digitale Archiv NRW eben schon erwähnt, ein Pilotprojekt, was uns das schon in ganz
ganz kleinen Zügen sozusagen deutlich macht, was da auf uns wirklich zurollt. Ich bin allerdings, wie Kollege das eben sagte, der Meinung, dass diese Frage, ob man alles wirklich aufbewahren muss, auch eine ist, die wir uns stellen müssen. Also wir sind da nicht, man muss eine Auswahl treffen. Und das finde ich auch das entscheidende Problem. Und das ist übrigens dann auch was, was personalintensiv ist. Insofern haben Sie mich richtig zitiert, Herr Lammler, als Sie gesagt haben, Sie haben doch damals auch schon darauf hingewiesen, dass es Personal braucht, Leute braucht, als wir den Herrn Bischof zu Gast hatten vom Landesarchiv, der uns das deutlich gemacht hat, der Präsident. Klar braucht er für sein digitales Projekt auch mehr Personal, nämlich Leute, so wie Kollege Sternbeich sagt, die dann auch auswählen, was wirklich archiviert werden kann und muss. Die ganzen technischen Fragen sind geklärt worden. Ich habe übrigens noch nicht raus, wie viel 10 hoch 21, wie viele Nullen das sind. Aber das kriegen wir noch nachgeliefert. Ne? Bitte? Nee, heute nicht mehr. Genug gefragt an der Stelle, aber das können wir uns ja nochmal aufschreiben. Auf jeden Fall ist es eine Herausforderung, der wir uns stellen. Das ist richtig. Ich finde auch, dass der Berliner Appell eine ganze Menge wichtiger und richtiger Forderungen erhält. Und es ist schön, wenn sich viele klug dazu bekennen. Aber sie müssten dann auch wirklich sagen, woher das viele Geld kommt. Aber es ist wirklich mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden. Und darüber müssen wir uns dann auch ehrlich unterhalten. Also wenn wir gemeinsam solche Forderungen jetzt diskutieren wollen im Kultur- und Medienausschuss auf der Basis Ihres Antrags, dann müssen wir am Ende auch sagen, wer bezahlt die Rechnung, die da entsteht. Und an dem Punkt bin ich ganz sicher, werden wir noch eine Reihe ganz anstrengender Gespräche haben, vor allen Dingen vor dem Hintergrund dessen, dass der Haushalt insgesamt eng gestrickt ist und gerade im Kulturbereich jetzt nicht von der großen Ausbreitung ist, dass man da also jetzt spielend Geld hätte, um diese ganzen Forderungen, die Sie hier unter Römisch 3 dann auch noch mal definiert haben, sofort zu erfüllen. Also wir werden der Überweisung zustimmen, wir werden uns dieser kritischen Diskussion, die es dazu zu führen gilt, gerne stellen. Ob man jetzt dazu auch wieder eine Anhörung macht, das weiß ich nicht. Womöglich kann man es auch mit einem Fachgespräch organisieren, wo wir uns die zuständigen Expertinnen und Experten mal einladen. Das müssen wir mal sehen. Wir sind mit Anhörungen im Landtag ziemlich stark engagiert. Und auf Dauer ist es dann vielleicht eine Frage, ob uns die Expertinnen und Experten, die wir dann immer alle einladen, noch ernst nehmen, wenn wir die dauernd zur Anhörung einladen und dann am Ende nicht immer das dabei herauskommt, was wir uns davon wünschen und auch die Expertinnen und Experten nicht. Ich höre da manche Ermüdungserscheinungen schon an dem Punkt. Deswegen warne ich davor, zu jedem Antrag immer mit einer Anhörung zu operieren. Aber ein Fachgespräch zu dem Thema, nochmal auch mit dem Landesarchiv, mit dem digitalen Archiv NRW und so weiter, das finde ich alles sinnvoll. Also vor dem Hintergrund, wichtiges Thema, interessanter Antrag, aber was die Realisierungschancen betrifft, sicher von müssen wir da nochmal mit sehr viel Realismus drauf gucken und ehrlich bleiben. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Kamis. Für die FDP-Fraktion spricht Frau Kollegin Schmitz. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Nordrhein-Westfalen besitzt eine reiche Kulturlandschaft, die es zu schützen und zu erhalten gilt. So beginnt die Einleitung des Antrages der Piraten, und dies möchten wir mit Nachdruck unterstreichen. Soweit, so gut, so richtig und so unumstritten. Und in der Tat, Bund, Länder und Kommunen tragen die gemeinsame Verantwortung für Fortbestand und Ausbau des reichen kulturellen Erbes, wie es weiter heißt. Ob das Land Nordrhein-Westfalen seiner Verantwortung ausreichend nachkommt, darf an dieser Stelle bezweifelt werden. Die permanenten Kürzungen der Landesregierung im Kulturhaushalt belegen, dass für die SPD und Grüne Kulturpolitik eben keine Priorität hat. Gleichzeitig sägen Sie am zweiten Standbein der kulturellen Vielfalt in Nordrhein-Westfalen, das uns Liberalen ganz besonders am Herzen liegt und aus unserer Sicht sogar kräftiger ausgeprägt ist als die staatliche Kulturförderung, nämlich das private, freiwillige Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Leider wird allerdings auch dieser Bereich von der Landesregierung vernachlässigt. Ich erinnere beispielhaft an die Abschaffung des kulturellen Ehrenamtspreises. Oder an das Thema Denkmalpflege, wo die Landesregierung großen Schaden anrichtet. Aber kommen wir noch einmal zurück zur reichen Kulturlandschaft, die erhalten und gefördert werden soll. Meine Damen und Herren, sehen Sie mir die eben formulierte Kritik an der Landesregierung nach. Als Oppositionsfraktion ist es unsere Aufgabe, den Finger in offene Wunden zu legen. Die Kolleginnen und Kollegen der Regierungsfraktionen aus dem Kulturausschuss werden tief in ihrem Inneren zugestehen, dass sie nicht ganz fehl am Platze ist.
Klar ist aber auch, dass wir Kulturpolitiker uns über Fraktionsgrenzen hinweg gemeinsam für die Bewahrung unseres kulturellen Erbes einsetzen und dass wir uns gemeinsam für entsprechende Rahmenbedingungen einsetzen. Der hier vorliegende Antrag der Piraten trägt aus meiner Sicht allerdings in der Sache nicht dazu bei, die Rahmenbedingungen zu verbessern. Die FDP-Fraktion kann ihn deshalb in dieser Form auch nicht unterstützen, denn erstens ist der Antrag auf einem extrem abstrakten Niveau. Es fällt mir schwer, überhaupt genau herauszulesen, was Sie eigentlich konkret fordern. Als Beispiel darf ich Ihre erste Forderung zitieren. Sie wünschen sich, dass die Landesregierung gemeinsam mit allen auf Landes- und kommunaler Ebene beteiligten Akteuren verlässliche Angaben ermittelt, welche Arten und Mengen der unterschiedlichen analogen und digitalen kulturellen Ausdrucksformen in allen Bereichen bereits vorhanden sind und welche Mengen zukünftig entstehen und zu erhalten sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bei allen Wünschen und Forderungen, die auch wir an die Landesregierung stellen, in die Zukunft schauen, kann sie nun wirklich nicht. Und wir wollen auch kein staatliches Zentralregister für kulturelle Ausdrucksformen. Daran knüpft mein zweiter Kritikpunkt an. Ihr Antrag offenbart ein geradezu planwirtschaftliches Verständnis von Kultur. Es ist doch nicht Aufgabe der Landesregierung zu bestimmen und zu katalogisieren, was aus ihrer Sicht eine erhaltenswerte kulturelle Ausdrucksform ist. Mal abgesehen davon, dass sie das gar nicht könnte. Und abschließend noch mein dritter Kritikpunkt. Auch eine übermäßige Naivität wohnt dem Antrag inne. So fordern Sie die Entwicklung und den Einsatz erheblicher Personalressourcen und Finanzmittel. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Piratenfraktion, schön wäre es in der Tat, aber bei aller Wertschätzung, dann und wann sollten Sie den Ausguck oben auf Ihrem Mast auch mal in Richtung Realität halten lassen? Zum Schluss sei Ihnen aber zugestanden, einige Punkte, die Sie in Ihrem Antrag ansprechen, sind das Thema durchaus diskussionswürdig, als Beispiel das Stichwort digitales Archiv genannt, wie wir schon bei anderen auch gehört haben. Darüber sprechen wir auch regelmäßig im zuständigen Ausschuss, gerne dann ebenfalls im Rahmen dieses Antrages. Der Überweisung stimmen wir demnach zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schmitz. Für die Landesregierung spricht Frau Ministerin Schulz in Vertretung für Frau Ministerin Ute Schäfer. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Landesregierung ist es sehr wichtig, das reiche kulturelle Erbe in Nordrhein-Westfalen zu bewahren und es für zukünftige Generationen zu sichern. Die zentralen gesetzlichen Grundlagen, das Archivgesetz und das Pflichtexemplargesetz, bilden die digitale Realität gut ab. Sie gelten bundesweit als vorbildlich. Mit der Landesinitiative Substanzerhalt hat die Landesregierung ein ebenfalls bundesweit beachtetes Programm zur Erhaltung des analogen Kulturerbes aufgelegt. Insgesamt hat Nordrhein-Westfalen seit 2006 über 20 Millionen Euro für den Erhalt von Kulturgut zur Verfügung gestellt, davon mehr als 8 Millionen Euro für die Massenentsäuerung und etwa 2,5 Millionen Euro für Schutz- und Restaurierungsmaßnahmen in den Landesbibliotheken. Über die 20 Millionen Euro hinaus sind im Etat des Landesarchivs jährlich ca. 1,4 Millionen Euro für Digitalisierungsmaßnahmen vorgesehen. Nordrhein-Westfalen ist das bisher einzige Land, das mit dem digitalen Archiv NRW daran arbeitet, eine landesweite Infrastruktur zu schaffen, um digitales Kulturgut langfristig zu sichern. Eine Infrastruktur, die Land und Kommunen gleichermaßen nutzen können und die spartenübergreifend allen Kultur- und Gedächtniseinrichtungen im Land zur Verfügung stehen soll. Die gemeinsame Verantwortung von Land und Kommunen wird damit sowohl für das analoge wie auch für das digitale Kulturgut bereits umgesetzt. Ein Rahmenplan Landesinitiative Kulturgutschutz, so wie im Antrag der Piraten gefordert, erscheint dabei zunächst erst einmal ein nachvollziehbarer Vorschlag. Die Erfahrungen im Projekt Digitales Archiv NRW zeigen jedoch, dass Mengen- und Kostenplanung schon für sehr viel kürzere Zeiträume als 10 Jahre sehr aufwendig
und wenig belastbar sind. Ich halte es deshalb derzeit für sinnvoller, mit den vorhandenen Ressourcen funktionsfähige technische Lösungen zu entwickeln, wie wir das beim Digitalen Archiv NRW tun. Parallel werden wir die weitere Entwicklung vor allem im technischen Bereich beobachten, um veränderten Anforderungen zeitnah begegnen zu können. Damit ist die öffentliche Hand finanziell bereits sehr stark gefordert. Auch auf der Bundes- und Europaebene setzen wir uns bereits seit Längerem für den Substanzerhalt ein. Bund und Länder tragen gemeinsam die Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes. Diese zentrale Einrichtung gibt es seit 2011 und mit hohen Millionenbeiträgen finanzieren Bund und Länder außerdem die Deutsche Digitale Bibliothek. Unsere Positionen und Aktivitäten zum Erhalt von Kulturgut auf allen Ebenen stimmen dabei in vielen Punkten mit den Forderungen des Berliner Appells überein. Ihn als Landesregierung zu unterzeichnen, ist jedoch wenig sinnvoll. Schließlich richtet sich der Appell auch an die Länder. Wir würden damit in fast allen Punkten an uns selbst appellieren. Meine Damen und Herren, Nordrhein-Westfalen ist gut aufgestellt, wenn es um den Erhalt unseres kulturellen Erbes geht. Und der Substanzerhalt wird auch weiterhin in enger Kooperation mit den Kommunen ein wichtiges Anliegen für die Landesregierung bleiben. Und das werden wir dann ja noch einmal ausführlicher auch im Ausschuss diskutieren können. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor und wir kommen zur Abstimmung. Der Listenrat empfiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 5027 an den Ausschuss für Kultur und Medien. Die abschließende Abstimmung soll dort in öffentlicher Sitzung erfolgen. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Wer kann dem nicht zustimmen? Wer enthält sich? Damit ist die Überweisungsempfehlung einstimmig angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 11, Große Anfrage der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Drucksache 3704, Verbraucherinnen und Verbraucher im Netz schützen, Freiheit des Internets sichern. Ich möchte noch